So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Let's Play GTA Vice City und wir machen heute die nächsten Rennen. Würde ich sagen, wir müssen nochmal Rennen fahren. Wie viel gibt es denn zusammen? Vier? Sehe ich das richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs gibt's insgesamt. Okay. Zwei fahren wir heute wahrscheinlich. Ja, vielleicht drei. Das könnte wahrscheinlich. Ja, ich denke mal, drei werden es werden. Rennen. Startgebühr fahren wir. Das ist ein Fahrzeug, begibt dich zur Startlinie. Drei werden wir fahren. Drei. Boah, was ist hier los? Ja, ich brauche ein Auto. Mal gucken, was wir haben. Nehmen wir den hier. Dafür haben wir die Kohle. Oh, warte mal. Warte. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache. 5 von 10. 100, Entschuldigung. Aber ist egal jetzt. So, jetzt muss ich hier natürlich gucken, dass ich hier heile runterkomme mit dem Auto. Den haben wir ja verdient. Oh, naja, ist egal. Was denn heute? Ist egal. So. Warte mal, wir können ja die Karre einmal kurz reparieren. Was ist heute los mit dem? Ich glaube, die Karre können wir hier anschauen. So, mal gucken. Weil die Listen haben wir ja abgearbeitet. Also wie gesagt, drei Rennen werden wir wahrscheinlich heute fahren. Drei Rennen werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge fahren. Dann haben wir die nämlich auch einmal weg. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen Kohle. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Warte mal. Da müssen wir. Na cool, wir können ja gar keinen Stillpunkt setzen. Ich überlege, wie fahre ich denn da am besten hin jetzt? Andersrum. Im Idealfall. Andersrum im Idealfall. Und dann rechts, ne? Oh, da hinten flackert irgendwas. Ja, in der letzten Folge haben wir unter anderem die Mission gemacht mit der Druckerei, wo wir die Druckerplatten, ne, doch die Druckerplatten geholt haben. Oh, hier ist noch eine. Naja, egal. Wird eh kein 100% Let's Play. Ihr kennt mich. Ach, jetzt müssen wir hier lang ran, müssen wir da ran, oder? Tschüss. Idioten. Du Sackalter. Aber ich hab dich trotzdem. Oh, warte mal. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Jetzt haben wir es geschafft. So, erste Geld. Erste Rennen haben wir gewonnen. 400 Dollar. Und ja, ihr könnt übrigens die Rennen immer wieder selber fahren. Also ihr könnt immer wieder das Geld machen. Weil wenn ihr zum Beispiel das allerletzte Rennen fahrt, warte mal, ich hole mal kurz das Päckchen noch schnell. War das hier? Wenn ihr die Rennen, das letzte Rennen fahrt, kriegt ihr, glaube ich, 40.000.
Da ist es. Haben wir kurz zu Sunshine-Autos. Wir müssen mal gucken, was wir tatsächlich das Rennen. Vielleicht haben wir doch alle vier Rennen in einem, aber ich glaube nicht. Oder wir machen nur eine Rennfolge. Es kann auch die. Mal gucken, wie wir das kriegen. Es sind sechs Rennen insgesamt. Guck mal, und wieder $1.700. Plup. So, ich repariere mein Auto mal. Nicht, dass wir da irgendwie. Ich starte nämlich dann das zweite Rennen. So, das war Rennen Nummer 1. Das zweite Rennen machen wir hier. So, also wie gesagt, es gehört ja irgendwo alles mit dazu. Jetzt gehört ja alles mit dazu. Und ja, das Auto habe ich ehrlich gewonnen. Das ist kein Cheat-Auto, das ist ein ehrlich gewonnenes Auto durch diese Fahrzeuglisten. Davon gibt es insgesamt 6 Stück, also vier Stück. Also 24 Autos gibt es insgesamt, die man holen muss. Ich glaube, das sind 4 Listen. Ja, das sind 4 Listen. 4x6. Jetzt muss ich gerade gucken. Stehen denn die Autos? Was ist die Startlinie? Da oben. Okay. Ach, ja, gut, okay, das Rennen geht einmal hier rechts durch über die Map. Alles klar. Ja, genau, du Drecksack, verpiss dich jetzt endlich. Mann, was fahrt ihr? Wie schlecht ihr euch da eigentlich alle zusammen? So. Da stehen die Autos. Muss jetzt ein bisschen mit auf die Karte gucken. Man muss jetzt ein bisschen mit auf die Karte gucken. Natürlich. Sie wird relativ einfach das Rennen. Aber GTA wäre nicht GTA, wenn irgendwas noch passieren würde. Weiß ich schwer. So, 2000. Wir haben eine Minute genau gebraucht. Da kommen sie erst. Oder da kommt erst der Lamborghini. So. Fahren wir direkt das Rennen, dritte Rennen hintereinander. Hintereinander weg. Oh, das Wetter ist aber grauenhaft. Das war jetzt aber nicht schwer, das Rennen. Das muss ich jetzt zugeben. Wir hatten jetzt echt Glück, dass wir sehr, sehr gut durchgekommen sind. Das war mir klar. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen drüber gewartet. Hopp! Nein, nein, nein! Alter, Mann! Scheiße.
Das haben wir jetzt gerade eh nicht zu tun. Wir haben noch die Triaden-Mission. Gut. Wie komme ich auf Triaden? Die Dings-Mission. Aber es sind halt Dinge. Ja, genau. Krach mir in die Karre. Und wieder 1700 Dollar. Gleich wird auch Mist. Und die Karre macht hier übrigens macht extrem Laune, weil halt, wie gesagt, die relativ schnell ist. So, Rennen Nummer 3, ne? Ich weiß gar nicht, ob die dazu gehört. Rennen Nummer 2 haben wir ja fertig. Nummer 3 müssen wir jetzt machen. Dann fahren wir nämlich jetzt die Küstenrallye. So, wo haben wir die Autos? Ah, da vorne direkt, okay. Wie gesagt, 6 Rennen wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob ich die, wie gesagt, komplett in die Folge packe. So, passt. Aber ich denke mal schon. Ah, hier geht mir. Ja, weg jetzt. Oh, Alter! Jawohl. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Mann! Du Drecksack, Alter. Jetzt hab ich's. Naja, wie gesagt, dafür gibt's jetzt auch noch mal Geld. Und die kennt, wie gesagt, die Rennen immer wieder fahren. Das letzte Rennen gibt immer 40.000, kostet aber auch 10.000 Jobgebühr. Hier sind jetzt erstmal abgehängt, die Jungs. Und da ist der Start. Das ist das Ziel. So, 4.000. Nächste Rennen. Eine Minute 4:3. Ja, wir können die wahrscheinlich in. Wir können die wahrscheinlich in einem Rutsch machen. Jetzt reparieren wir mal das Auto, nicht, dass wir da am Ende dann noch einen Schaden haben dafür. Die fahren ja echt teilweise wie der letzte, wie die letzten Asis. Warte, was wird denn passieren, wenn ich hier reingehe? Gar nichts. Okay. Ja, er will gar nichts haben. Momentan. Okay. Rennen Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Capital Cruise. Eine Folge werden die. Das ist jetzt das vorletzte, drittletzte Rennen. Eins haben wir danach noch. Hör mal, wo sind wir dahin? Da oben. Bin ich richtig überhaupt? Ja, und dann einfach der Hauptstraße folgen.
Müssen ja noch, ich glaube, die Docks müssen wir noch kaufen. Ich glaube, den Strip Club, also den Malibu Club, müssen wir noch kaufen. Da gibt es auch noch ein paar Missionchen. Da vorne sind die Autos. Ich bin froh, dass wir irgendwie zum Beispiel so eine Geschichte durch haben. So, fahren wir die Rennen auch noch. Nummer 4. Du Sack, Alter. Ja, du musst halt relativ gut durchkommen. Durch das. Oh, Scheiße. Hab ich ein bisschen zu sehr nach hinten geguckt. Da habe ich zu viel nach hinten geguckt. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ja, das Sonne kommt sicher. Bis ich jetzt. So, teilweise tauchen die mal. Gut, die tauchen immer mal voraus, aber trotzdem. Sind wir schon durch wieder, oder? Ja, eigentlich nicht, ne? Ich meine, die Zeiten gehen schneller, aber ist mir egal. Ja, da haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Der Passwurm aus dem Club. Tschüss. Jetzt haben wir aber gleich geschafft. Ich glaube, wir sind wieder am Start. Nächstes habe ich wieder am Start. Ja. Geschafft. $8.000. So, fahren wir Rennen Nummer 5 direkt hinterher. Bis dann nochmal kurz zum Swap Club. 36.000 haben wir jetzt mittlerweile schon wieder. Also ich, die fahren hier tatsächlich wieder letzte, wie die letzte Asis. So. Das war keine Absicht. Ja, wir haben schon sehr viel erlebt hier in GTA Vice City. Das war mal gerade das Auto in der Werkstatt. Gut, ich habe auch sehr viele Nebenmissionen gemacht. Ich habe auch halt, wie gesagt, die ganzen Autos geholt, zum Beispiel in 3 Folgen oder 4 Folgen, wie auch immer. So, Rennen Nummer 5 direkt hinterher. So, 5 und 6 brauchen wir noch. Die Tour. Le Tour. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder auf die Dings zurück und dann eigentlich quasi mehr oder weniger dahin, wo wir eben auch gestartet sind. Okay. Ja, wie gesagt, dann haben wir das aber einmal alles erledigt. In einer Folge sogar, hintereinander weg. Wenn wir jetzt das zum nächsten Rennen auch noch gewinnen. Ich denke mal, gewinnen werden wir sowieso, weil die stellen sich auch nicht ganz besonders klug an die KI. Die fahren einfach nur wieder letzte Henker. Meine Fresse, was ist denn heute los schon wieder?
So, dann sind ja immer die gleichen Autos. Cheetah, Fernfernus und noch irgendwas. So, dann nehmen wir uns mal kurz. Entschuldigung. Ich hab scheiße, ich hab zwei Sterne. Jetzt mischen sich die scheiß Cops noch mit ein, oder was? Nein, 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 nein! Warte. Wenn Sie sich jetzt aber nicht im Rennen mit einmischen, ist das okay. So viel zum Thema dazu. Verpisst euch jetzt. Gott sei Dank sind wir jetzt momentan noch Erster. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt die. Wo kommt der jetzt her? Vor allem, wer war das jetzt? Was jetzt. Scheiße. Die Kurve war nicht ohne. Und in der nächsten Folge, nächsten Rennen, ich jetzt sogar schon das lange Rennen, das Endurance Rennen an. Das ist einmal nicht die ganze Map, aber das dauert auch nur 4-5 Minuten. Mann. Von den anderen ist gerade gar nichts mitbekommen. Ich weiß, die werden wahrscheinlich irgendwo im Graben liegen oder was auch immer. Aber viel dürfte jetzt auch nicht mehr sein, ne? Von Tickpads? Ich weiß gar nicht. Mit Ansage. Geschafft. So, 20.000. Nice. Nice, nice, nice. Ich nice. So, jetzt haben wir auch die Cops weg. Neue Bestzeit 2.17. Gut, Kunststück, wenn wir erst das erste Mal gefahren sind. Und dann fahren wir jetzt auch das Endurance drin und dann haben wir es. Und jetzt haben wir schon wieder drei. Das war mir fast klar, du Drecksack, Alter. Ich sag ja, weil die teilweise wie die letzten Vollköppe aus der Recke rausgezogen kommen. Ohne zu gucken. Ich würde jetzt, wenn die Karre zerstört ist, ist ja nicht wild. Aber, weil die Karre, die spawnt ja sowieso dadurch immer. Wie gesagt, das werden die alle Listen oder. Ich glaube, die dritte Liste voll macht, dann habt ihr, glaube ich, das Auto hier. Ich glaube, bei der vierten gibt es den Sandking oder andersrum, wie auch immer. Aber die Liste haben wir ja in der letzten Aufnahme-Session gemacht, die haben wir in allen Folgen einmal kurz durchgezogen. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz. Ups. 8.800 Dollar. Da sind wir schon bei 55.000, sehr schön. Da können wir schon bald die nächste Immobilie gönnen, ne? Oder was? Ich weiß gar nicht, was wir noch haben. So, warte mal. 6. 5 haben wir jetzt fertig. 6 fehlt es noch. So, jetzt brauchen wir noch das Auto. Und dann haben wir das letzte Rennen für uns heute. Einmal, wie gesagt, das Auto hier. Und dann habt das eigentlich relativ einfach. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ja, ja, Mario. Mario, Mario. Mario, Mario, Mario. So, jetzt geht es einmal nur das letzte Rennen. So, den fahren wir mal kurz weg. Jetzt war jetzt auch keine Absicht, ist mir auch egal. Warte mal, scheiße. Nein! Egal. Oh ja, Filmstudio müssen wir auch noch kaufen.
Filmstudio und ich glaube dann noch der Stripclub. Dann haben wir es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, das Proposition Club dazu gehört. Aber ist egal. Wir fahren jetzt erstmal noch das Rennen. Nicht drüber nachdenken, sondern einfach nur machen. Für das Ding gibt es hier 40.000. Das habe ich auch nur durch Zufall in einem Video gesehen, dass wir das Auto nehmen können. Ich habe noch ein Video bei Facebook gesehen. Und wie gesagt, die Gegner sind jetzt auch nicht die schwersten. Ihr fahrt das Rennen drei Mal oder so, dann habt ihr die Kohle für den Malibu Club zusammen. Ich war allerdings ein bisschen enttäuscht von der einen Mission, wo wir die Scheiben in dem Einkaufszentrum zerlegen mussten. Dass das nach zwei, drei Minuten nach dem zweiten Shop oder dritten Shop erledigt war. Keine Ahnung, also. Da hatte ich auch gedacht, die ist ein bisschen länger. Die hatte ich ein bisschen länger auch in Erinnerung. Dass wir eigentlich alle zerlegen müssen. Aber nein, ich sag mal, scheint im Remake so zu sein, dass wir nicht alles zerlegen müssen. Sondern nur bestimmte. So schwer ist das drin gar nicht, ne? Wie gesagt, nochmal, das ist nicht schwer. Also die sind alle nicht schwer eigentlich. Ja, mit dem Auto hier fahrt ihr die relativ easy runter. Und ich fahre noch nicht mal richtig schnell. Oh, ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir hier noch Kopfsterne bekommen. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Da hinten flog gerade irgendwas vorbei. Es kann sein, dass die da hinten schon sind. Dass sie jetzt am Filmstudio gerade vorbei sind. Dann haben wir schon guten, relativ easy guten Vor. Oh, guck mal, da steht ein Auto. Ja, wo der Laff ist. Aber wir haben keine NPCs, ne? Also außer. So, wir müssen jetzt hier rechts, ne? Ja, für hier ist es jetzt, dürfte das eigentlich jetzt nicht mehr sein. Wir sehen uns zurück zu den Sunshine-Autos. Ich glaube, wir müssen auch zum Autohaus zurück. Ich sollte jetzt nicht zu. Um kurz zu dritt bleiben. Wie gesagt, ist eigentlich sollte das Ding jetzt nicht mehr so viel sein. Naja, hier geht es links und dann sind wir zum Ziel, sind wir durch. Und dann kriegen wir 40.000! 40.000, wir haben alle Rennen gefahren. So, wenn wir das Ding jetzt nochmal fahren würden, hätten wir sogar... die Kohle zusammen für den Spitzkopf. Aber ich glaube, wir haben sie jetzt alle, ne? Einmal. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 haben wir jetzt einmal alle zusammen kassiert. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play GTA Vice City. Und dann... wir haben leider noch die Dinger hier zusammen. Die komischen... Wir haben leider keine Munition. Das ist das Problem an der Sache. Wir haben leider noch keine Munition mehr zusammen. Gut, okay.
Trotzdem machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play GTA Vice City.